Moin Leute, willkommen zurück in einem neuen Video und heute sind wir mal hier in, in der Landschaft bzw. City bzw. Brücke bzw. I don't know, wo wir sind. Gut, ist ja gerade nicht gerade viel auf diesem Kanal los, was Videos angeht und da muss ich mich auch nochmal entschuldigen und ja, wenn das Wasser ein bisschen zu viel rauscht, dann sorry. Aber ja, es tut mir leid, es kommen demnächst mal wieder neue Videos und ja, dauert noch ein bisschen. Aber es sind welche geplant. Für den nächsten Monat auch ganz viele. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video erscheinen wird, aber da sägt gerade irgendjemand, was mir nicht so doll gefällt, bin ich ganz ehrlich. Tja, haben wir jetzt mal eine andere Sicht hier. Vielleicht ist das ein bisschen angenehmer. Ich sehe zwar dort am... man merkt schon, ich bin ein bisschen erkältet. Aber man sieht ein paar Ecken dort, aber ist nicht schlimm, glaube ich, in der Aufnahme. Hauptsache, man hört irgendwas mal von diesem Kanal. Auf jeden Fall, ja. Übrigens, für alle Cyberpunk-Fans, der Termin ist verschoben worden, ja. Das habt ihr wahrscheinlich schon alle gehört, aber ich wollte das jetzt auch mal auf diesem kleinen Kanal ein bisschen sagen und was ich davon halte. Eigentlich finde ich es gut, wenn ein Spiel verschoben wird. Hier wird es verschoben, weil sie noch nicht zufrieden sind mit ein paar Konsolenversionen. Zum Beispiel der Xbox-Version habe ich gehört und gelesen von CD Projekt Red, dass es da ein bisschen Komplikationen gibt. Ja, deswegen ist es verschoben worden, ja. Sehr viel auf einen Zeitraum, womit ich nicht gerechnet habe, ja. Also kriegen wir es jetzt 4-5 Monate später. Das Problem ist, dieses Jahr, am Ende des Jahres, kommen die neuen Konsolengenerationen. Das Ding ist, Cyberpunk ist aber für die jetzigen. Was ich jetzt denke, ich hoffe natürlich, dass die PlayStation auf jeden Fall kompatibel mit PS4-Spielen ist, also die PlayStation 5. Bei der Xbox wissen wir es ja zu 100% schon. PlayStation bin ich mir nicht so ganz sicher, da habe ich erst vor kurzem ein bisschen was mitbekommen. Aber ich denke schon, dass es gehen wird. Sorry für diese kurze Unterbrechung, da kamen gerade viele Menschen und ja, ist tatsächlich peinlich, etwas zu sagen, wenn viele Menschenmassen kommen, ja. Und oben ist eine Bahn lang gefahren. Ich glaube, das ist eine bessere Ausrede. Gut, auf jeden Fall wurden sie verschoben. Finde ich an sich gut, dass das Spiel somit verbessert wird. Mein Problem ist halt damit der Erfolg des Spieles. Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall viele Spieler geben wird. Ja. Natürlich ist das ein ungünstiger Termin. Er ist sogar nach The Last of Us 2 angekündigt. Ne? Ich eben gesehen und ich hoffe, das wird die Verkaufszahl nicht minimieren. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall besorgen und euch dann eine bessere Preview geben. Ich wollte jetzt nur kurz sagen, was ich davon halte. Von der Verschiebung finde ich an sich gut und ja, ich denke, das Spiel kann nur gut werden. Es sind die Witcher-Macher und danke Bahn. Aber ich denke, ja, es wird nicht verkehrt sein, dieses Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich drauf und ja, wir werden bald mehr Videos auf diesem Kanal sehen. Viel Spaß. Ciao Leute, lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Ach ja.